und herzlich willkommen zum nächsten Landestrainertipp der Woche. Heute wieder mit Jane. Wir wollen heute unseren zweiten Teil von unserem Racket Speed Programm vorstellen. Wir haben euch ja beim letzten Mal Schieben vorgestellt als Technik. Wir wollen euch jetzt als Technik Schieben und Decken vorstellen. Das brauchen wir vor allen Dingen in Doppeldisziplinen. Der Vorteil ist, der Jane kann einige Bewegungen daraus schon, vor allen Dingen aus den Bewegungen Decken, weil wir das schon bei links vom Kopf über den Cross-Stick-Smash geübt haben. Und die Bewegung ist relativ ähnlich. Jan und ich zeigen das mal kurz und dann sagen wir noch ein bisschen was zur Technik. Ja, wichtig bei der Technik vorne schieben ist, dass die Schlägerspitze vor der Hand ist und wir probieren wieder von hier einen fallenden Ball zu spielen, möglichst früh einen Treffpunkt zu haben. Die Lauftechnik kann dabei auch mal ein Sprung sein, muss nicht immer ein kontrollierter Schritt sein. Und wenn Jane jetzt in seine Deckung geht, wir zeigen das nochmal, gehen nochmal nur in die Deckung, dann solltet ihr darauf achten, dass die Fußspitzen möglichst nach vorne zeigen. Das kommt dann nicht auf ein paar Grad an, aber wenn die äußere Fußspitze komplett ausgedreht ist, dann dreht sich auch die Hüfte mit und dann ist es schwer für Jane noch ins Feld oder geschweige denn Cross zu spielen. Das heißt, die Fußspitze sollte schon einigermaßen nach vorne zeigen. Wir stehen breit und tief. Ein bisschen tiefer ruhig stehen. Genau. Und die Null der Schlägerspitze ist ein bisschen vor der Hand und der Ellbogen bewegt sich wieder nur minimal und wir haben hier oben wieder eine Rotationsbewegung mit einem Rebound. Das ist die Schlagtechnik. Und ihr könnt wieder auch hier der Einfachheit halber mit dem Crossball anfangen, weil der auch wieder ein bisschen einfacher ist als der Longline-Ball. Wichtig bei beiden Sachen ist wieder Aktionsschnelligkeit Beine. Das heißt, ihr braucht vorne nur wirklich eine kurze Aktion zu machen nach dem Schieben und müsst probieren, direkt so schnell wie ihr könnt in die Deckungsposition zu gehen. Daraus können wir jetzt alle möglichen Übungen bauen. Wir können es unregelmäßig machen, wir können es aus Dauerzuspiel machen. Dann kann auch direkt der andere auf der anderen Seite noch ein bisschen üben. Ja, ich denke, der erste Schritt in U11 ist erstmal überhaupt dieses Schieben und Denken so als Technik irgendwie hinzubekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Trainertipp der Woche.